Servus Leute und willkommen Kyrat bei Far Cry 4. So, weiter geht's. Wir sollen hier das Dumme da vernichten. Das Problem ist, ich habe jetzt einfach das... Ich habe keine Ahnung, wie ich Sprengstoff... Ich habe keinen Sprengstoff. Habe ich hier einen Sprengstoff? Nein. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie ich das da am besten vernichten, weil es kann ja nicht nur mit Granaten gehen. Durchsuchen wir mal. Na, willst du dich auch untersuchen lassen? Weil ich habe da jetzt eine Granate reingehört, die ist jetzt oben im Balken, das ist ja fast nahezu gar nichts. Okay, die Autos, die gehen einmal ganz einfach da. Aber ich will noch ein bisschen weiter weg. Okay, das hat es aber auch nicht zählt. Die Autos sind aber komplett im Arsch. Die wollten ja, dass ich die Autos hinmache, weil die blinken ja so komisch. Ich verstehe es nicht. Ich kann es jetzt nur probieren, mit Granaten so weit wie es geht alles hinzumachen. Nur würde ich da halt alt werden. Beziehungsweise so viele Granaten habe ich gar nicht. Kann ich das auch mit Schusswaffen machen? So. Scheiße, die kommen schon wieder. Da liegt Dynamit. Sprengstoff. So. Boah, bitte, ich schieß auf den drauf. Das muss mit Einzelschuss gehen. So, einer ist noch da. Er lebt noch immer. Scheiße, das war dumm. Wow, das war wieder mal knapp. Knappe Aktion. Ich brauche Handgranaten, liebe Leute. Droppt bitte Handgranaten. Oder geht's auch? Ja, es geht so auch. So. Der ist einmal durchgeplündert. Mhm, das schaut nicht so gut aus. Da könnte ich es probieren, mit der da in die Luft jagen. Zumindest einmal einen Teil weggesprengt. Also wir brauchen unbedingt Handgranaten. Ich habe kein... wir gehen einmal der hintere. Schauen wir mal, ob ich den Sprengstoff jetzt nehmen kann. Mit E. Tun wir das einmal so und sagen da so, kann ich da nicht Waffe wechseln? Geht auch nicht. Ich habe nur schon wieder gehört, dass die schon wieder kommen sind. Mit neuer Verstärkung. Schon wieder so viele. Das war ein schöner Schuss. Noch einmal ein schöner Heady. Steht da hinter dem Zaun. Nein! Das war dumm. Das war's mit mir. Ja, das stimmt nämlich. Der Mörderrüstung. Komm, heil dich, geschwind hoch, ein bisschen.
Ja, jetzt bin ich tot. Das habe ich mir fast gedacht. Ich brauche Sprengstoff. Nur wie ich den bekomme, weiß ich noch nicht. Das Blöde ist, jetzt habe ich wieder 3 Granaten. Ich kann Schützenhilfe rufen. Freunde einladen, Schützenhilfe rufen. Sorry, wir können nichts tun. Das heißt, ihr könnt nichts tun. So, den haben wir auch runter. Ich mach dich fertig. Nächster Heddy. Kommst du wieder raus? Na. Die, was keine Schutzweste an sind, die gehen eh ganz einfach. So, der nächste. Da steht der letzte. So, wir werden jetzt schauen, dass wir da die so schnell wie möglich. Molotow-Cocktail reinwerfen. So, da hier drüben ist auch noch eine. Oberer Stockwerk, gleich einmal durchschauen. Diesmal machen wir das ein bisschen gezielter. Was ist da jetzt noch? Da ist noch ein bisschen was. Kopfschuss, perfekt ausgeführt. Nächster. Kommt noch einer hoch? Den haben wir da schon. Ich wüsste jetzt nicht, wo da noch was zum Zerstören ist. Also unten das eine Propaganda-Dingsbums. Paket. Wo sind die Arschlöcher? Ich will nicht unbedingt rausgehen und dann. Die Waffe ist schon geil. Die hat schon Wumms. Na geh! Das haben wir auch ausgeschalten. So, dann gehen wir mal da rauf. Dann lasse ich den einen dabei mal am Leben. Weil solange der eine noch da ist, kommt kein anderer. Ich hoffe, das geht so. Das dürfte nicht gereicht haben. Das ist natürlich beschissen, wenn das nicht reicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich auf andere Sprengmaterialien. Probier es jetzt noch einmal aus mit einer zweiten Granate. Den haben wir jetzt auch. So, jetzt fehlen eigentlich nur mehr die Autos dort unten. Und die werden wir schauen, ob wir es nicht mit Molotow-Cocktails zerbrennen können. Überlebt die Scheiße. So. Bist du deppert, das sind jetzt ein Haufen Leute. So, da haben wir jetzt gleich einmal ein Fleisch hin. Deck gern einen Molotow-Cocktail gleich auf die Autos werfen.
So, du kommst da nicht rauf. So, du kommst da auch rauf, vermute ich einmal. Nicht schwer, dich zu töten. So, das war auch kein Kopfschuss. Kommt der in der nächste rüber, oder was? So. Lasst euch nichts anmerken, Männer. Dann komm du auch auf die Leiter drauf, dann mache ich dich auch noch fertig. Nächste. Und jetzt ist eigentlich nur mehr der eine starke. Aber es geht mir jetzt eigentlich um die Autos hier. Das reicht nicht, die Scheiße aus. Fangt jetzt eh schön ins Brennen an, alles. Ich habe keine Granaten mehr. Das ist gereinigt worden, Scheiße. 375 für den Kopfschuss. Ist das wirklich nur die Dummen? Mit was greife ich den besten an? Molotow habe ich nichts mehr. Genau, so funktioniert's und nicht anders. Perfekt. Erstes Propagandazentrum gekleant. Aber ich brauche da unbedingt, wenn ich sowas mache, irgendwelche Sprengstoffe mit. Weil sonst kannst du, ist das sowas von schwer. War einfach mühsam. Ich weiß, warte mal, da drüben ist irgendwo noch ein... Du wärst schon wieder fast gestorben. So. Wir sind jetzt hier. Was ist denn da in der Nähe? Da wäre ein royaler Frachter, aber wir haben keine Munition, fast keine. Ich würde jetzt... machen wir da eine Schnellreise hin. Verkaufen wieder mal unser Zeug, unseres Ganzes. Was ist mit dir da? Du sitzt in meiner Hütte. Es ist eine schlechte Idee, dass er sich nur Ärger einhandelt, wenn er die Übertragung ändert. Hä? Willst du mir irgendwas sagen, oder? So, Munition auffüllen. Verkaufen. Und mal alles, was wir nicht brauchen, verkaufen wir. So, was haben wir da jetzt noch? Blätter ist eh nicht so viel. Heute haben wir eigentlich auch nicht so viel. Deswegen werden wir jetzt schauen, weil wir haben 600.000. Vielleicht können wir wir können keine neuen Karten auch nicht mehr kaufen. Gegenstände. Wir brauchen. Den kaufen wir wieder mal. Da kaufen wir 6 Stück. Ja, ich weiß, dass es nicht geht. So, dann machen wir Schützenhilfen, Upgrade Stufe 1. Machen wir Upgrade 2. Machen wir mal da Haft C4. Das können wir noch nicht kaufen. Okay, das müssen wir erst freischalten, sozusagen. Irgendein Upgrade noch einmal. Ah, das sind irgendwelche Marken, die habe ich jetzt auch voll gekauft gleich. Seitenwaffen. Wir geben ein bisschen Geld aus. Ja, kauft das einfach. Ich würde die aber nicht ausstatten. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte es einfach nur kaufen. Weil ich glaube, so schlecht ist um meine Seitenwaffe jetzt nicht einmal. Leuchtpistole. Wir haben noch 260.000. Dann kaufen wir die auch noch. Wir kaufen uns jetzt einfach mal volle Waffenausstattung. So richtig wie es geht. Ich würde nach dem Part hier auch kurze Pause einlegen, dass ich den ersten Part encode, weil der kommt gleich heute raus sozusagen. Naja, schlecht gesagt wieder für euch. Halt den ersten Part, was ich heute in der Aufnahmesession begonnen habe, kommt gleich live raus, weil ich habe keine Zeit gehabt zum Vorproduzieren, so richtig. So, Schrotgewehr, auch nicht schlecht. Ah, wir haben. Okay, wir haben jetzt nur mehr 15.000. Das heben wir uns auf jeden Fall auf. So. Geh noch mal raus. Dann schauen wir noch. Schauen wir, dass wir die zwei Dinge da noch finden. Die sind nicht so weit weg. Die machen wir noch auf jeden Fall. Wenn das nicht irgendwo ich ist. Ah, das sind schon wieder Wölfe. Ich liebe euch. Und die sind irgendwo versteckt. Keine Ahnung wo. Wir werden hier reingehen. Ich glaube, da ist die Höhle. Jalungsauge, Ort entdeckt. An alle Fahrtmitglieder in der Gegend.
Die Royal Army will den Außenposten zurückerobern. Wir brauchen hier sofort Hilfe. Das werden wir aber nicht mehr heute machen. Beziehungsweise auch nicht beim nächsten Mal, vermute ich. Weil ich beende jetzt sowieso das Spiel und ich schätze mal, dass nachher das nicht mehr zustande kommt. So, ja, wie gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall morgen bei einem neuen Part dann wieder, wenn es wieder weitergeht, bei Far Cry 4 in Kyrat, hier mit mir, mit Dennis. Bis dann, tschüss!